diesem neuen Video von mir. Heute geht's wirklich los und zwar sind wir schon am Weg zum Eros. Wir haben heute den 17. August und wir sind schon gute 3,5 Stunden unterwegs und brauchen noch circa 1 bis 1,5 Stunden. Und die liebe Kerstin, die fährt und da haben wir hinten den Hänger auch dran. Ich glaube, man erkennt sich so gut, dass es... Mein Freund der Felix ist natürlich auch mitgekommen, ist netterweise und ja, wir haben es bis jetzt schon recht lustig gehabt und ja, jetzt sind wir schon in Deutschland und gleich sind wir dann schon beim Eros und dann werden wir den Hänger dort mal stehen lassen und dann geht es auch schon weiter ins Hotel, wo wir dann auch eine Nacht schlafen werden und dann am nächsten Tag in aller Ruhe laden wir den Eros dann ein und dann geht es auch schon direkt in die Klinik und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach später wieder. So, und wir sind noch nicht ganz da. Und zwar kurz vorm Ziel haben wir doch noch eine Pipi-Pause eingelegt, weil wir alle schon so dringend mussten. Aber gleich sind wir da. Und jetzt haben wir eigentlich doch noch ganz gutes Glück mit dem Wetter, weil es eben gar nicht regnet. Und das freut uns natürlich sehr. Gerade im Hotel angekommen. Also wir waren, eigentlich waren wir schon recht lang beim Eros, aber wir haben viel gequatscht und da konnte ich jetzt noch nicht so viel filmen. Das Spannende wird ja erst morgen passieren. Denn morgen laden wir ihn ein und fahren eben direkt in die Klinik. Und jetzt sind wir gerade im Hotel angekommen und es ist ein super schönes Zimmer für eine Nacht. Eigentlich echt luxuriös. Wir haben sogar 3 Betten. Wobei wir hier eben nur zu zweit schlafen und für die Kerstin habe ich extra ein Zimmer gebucht. Genau, und jetzt werden wir uns gleich aufmachen und noch was essen, denn wir haben mittlerweile schon richtig, richtig Hunger und haben sogar auch einen Balkon. Und dann gehen wir jetzt los, einfach mal in die Stadt und mal schauen, was wir so für ein Restaurant eben finden. Okay. Wir haben den nächsten Tag, wir haben alle sehr gut geschlafen. Das sind immer, glaube ich, diese ganz wichtigen Informationen. Dann haben wir gerade noch gefrühstückt und jetzt sind wir noch tanken. Und dann geht es weiter zum Spar. Das ist ein Einkaufsgeschäft. Ja, ich glaube, in Deutschland gibt es keinen Spar. Gibt es in Deutschland einen Spar? Schreibt es mir in die Kommentare. Auf jeden Fall, da gibt es eben Lebensmittel zu kaufen und das werden wir tun, damit wir genug Proviant haben, weil wir ja nicht unbedingt stehen bleiben möchten. Gar nicht stehen bleiben möchten. Und genau, das machen wir jetzt auch noch und dann geht schon zum Eros. Übrigens habe ich das, glaube ich, mit dem Wetter verschrien. Es regnet nämlich gerade. Aber laut Wetterbericht sollte es eigentlich dann aufhören noch zu regnen. Was für ein Chaos-Video. You're driving me crazy.
Wie geht es Ihnen gerade? Man muss sich das einfach vorstellen, dass du dein Leben lang ein Pferd haben willst und dann hast du es zwar, aber es bleibt halt noch dort, muss ihm halt voll gut gehen und dann ist er jetzt einfach drin und der kommt einfach mit und jetzt ist er einfach jeden Tag bei mir. Ich mag's gar nicht. Und dass das alles jetzt auf einmal kommt, jetzt. Vielleicht kann man es schon erkennen, ich bin wieder zu Hause. Wir haben es, glaube ich, kurz nach 18 Uhr oder so. Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl mehr. Auf jeden Fall ist er wirklich super, super brav im Hänger gestanden. Das Einladen hat so 20, 30 Minuten gedauert, aber für das erste Mal verladen war das super, super brav. Und wir haben das ja auch alles ohne Druck gemacht. Und im Hänger hat man ihn gar nicht gespürt. Also ich habe ihn nicht gespürt und die Fahrerin, die Kerstin, meine Freundin, hat auch gemeint, sie spürt ihn gar nicht. Und dann in der Klinik war er aber ziemlich nervös beim Aussteigen. Der wollte eigentlich gar nicht raus. Ich glaube, es gibt ja die, die rausrennen und die, die gar nicht wirklich rausgehen. Und er wollte gar nicht raus und er war schon sehr aufgeregt. Also er hat so ein bisschen gezittert leider auch. Und dann beim Aussteigen, dann war das natürlich ganz großes Kino. Also er musste als Hengst natürlich gleich mal sagen, ich bin jetzt da. Und hat ja sehr viel Party gemacht und gewirrt und leider war auch die Box noch nicht gleich frei. Das hat mich dann ein bisschen aufgeregt, weil ich ja extra angerufen habe, dass ich eine Box brauche. Und dann haben sie eine Notfalllösung gefunden und ich durfte in eine Box rein, wo aber davor eine Stute gerade noch drin gestanden ist. Naja,
Und auch in dieser Box ist dann weitergegangen und der hat nicht aufgehört zum Herumschreien. Es war nicht mal mehr ein Wirren, es war wirklich ein Schreien. Und das hat mir dann schon ja, ein bisschen Kraft gekostet. Ich habe es dann auch nicht ganz durchgehalten. Das ist so ein bisschen, man freut sich extrem, dass es alles so gut geklappt hat, dass er gut da drin gestanden ist im Hänger. Und dann kommt er an und er ist so aufgeregt und aufgewühlt. Und das bricht mir dann das Herz, dass ich ihm das antue, dass er ja so nicht glücklich über die Situation ist oder ihm das alles irgendwie zu viel ist. Ich weiß, dass jedes Pferd sich ja schon mal mit klarkommen müssen irgendwo, aber ja, das hat mir so ein bisschen den Rest gegeben von diesem extrem happy zu extrem traurig, dass es ihm eben so geht, wie es ihm geht. Wir sind dann auch relativ bald gefahren. Ich habe auch nicht, war ich nicht in der Lage, irgendwas zu filmen oder so. Ich war wirklich am Ende. Aber ja, jetzt erzähle ich es euch eben nach. Wir sind dann auch in den Stall gefahren, wo er danach eben hinkommt nach der Operation. Und das werde ich dann auch in einem anderen neuen Video für euch filmen. Und vermutlich wird er sich da auch so aufregen, weil nur kastrieren heißt ja nicht, dass gleich die ganze Männlichkeit weg ist. Und weil dort ja genau gegenüber auch zwei Stuten stehen und mir das ein bisschen zu hakelig ist, weil die dann auch mit dem Kopf zueinander können, werden wir ihn wohl davor in eine Box stellen, dass er in der Nacht in einer Box ist, in einem anderen Stall. Ihr werdet das dann einfach im anderen Video sehen und dass ich ihn dann langsam dort eingewöhne und das mal so ein bisschen abtrenne, dass er gar nicht mit dem Kopf zur Stute hin kann und dass er sich erstmal an seine Wallach-Freunde, ist in einer reinen Wallach-Herde dann, an die gewöhnt. Und das seht ihr dann alles im nächsten Video. Ich bin jetzt wieder ein bisschen beruhigt und werde dann morgen nach der Arbeit direkt hinfahren. Ich habe gesagt, ich gehe morgen arbeiten, weil was mache ich hier den ganzen Tag, wenn ich frei hätte? Ich kann eh nichts tun, weil er ja sowieso operiert wird gleich in der Früh. Und deswegen werde ich dann direkt nach der Arbeit hinschauen. Und ja, das nächste Video, da geht es dann weiter. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie das bei eurem Pferd war. Das erste beim Verladen, vor allem vielleicht die jungen Pferde, das würde mich sehr interessieren. Bin ich da die Einzige, die so ein Nervenwrack ist quasi, oder war das bei euch auch so? Oder seid es zum Teil noch immer, weil eure Pferde sich recht aufbudeln? Ja, na gut. Ich beende das Video an dieser Stelle. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Bis zum nächsten Mal und Baba!